Das mit Plastik irgendwie noch drumherum. Genau, oder so. irgendwie mehr mit Plastik innen drin. Ja. Dann können wir gleich mal anfangen. Hi, ich bin Moritz und ich bin 12 Jahre alt. Und ich bin Nathalie, auch 12 Jahre alt. Wir wohnen in der Nähe von Kiel. Mein Hobby ist Rappen. Und mein Hobby ist Zeichnen. Wir sind kreativ. Eigentlich ist er so ein netter Typ. Ich war zuerst überrascht davon, dass er auf einmal mit Rappen angefangen hat. Nathalie ist sehr cool und ganz gelassen und gechillt. Sie hat Angst vor Spinnen. Manchmal ist sie vielleicht ein bisschen schüchtern, trotzdem ist sie ein cooler Mensch. Wir haben uns in der 2. Klasse kennengelernt, da ist sie hierher gezogen. Ich war ja eben neu in der Schule. Ich kannte das dann eben alles noch nicht so gut. Moritz war eben immer schon ganz nett und hilfsbereit und alles. Dann hat er mir eventuell auch mal geholfen. Wir haben uns dann einfach irgendwann angefreundet und ja. Dass meine Mutter aus China kommt, spielt bei unserer Freundschaft eigentlich keine große Rolle. Wir haben uns eben kennengelernt und haben uns dann eben angefreundet. Früher habe ich auch immer so Chinesisch gelernt. Ich konnte früher teilweise Chinesisch schreiben, lesen, sprechen und verstehen kann ich immer noch ganz gut. Die Eltern von meiner Mutter leben in China. Ich bin so alle 2 Jahre in China und ich finde es ziemlich schön da auch. Und shoppen macht mir da auch ziemlich Spaß. Ich zeichne jetzt eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Mein erstes Bild habe ich mit 1 oder 1,5 Jahren, glaube ich, gemalt. Und seitdem interessiere ich mich auch sehr für Kunst. Eigentlich kann ich mit allem malen. Ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert. Vor allem eigentlich so mit Buntstiften oder Aquarell- oder Acrylfarben. Sie zeichnet echt gut und sie macht sogar jetzt auch schon Aufträge für andere aus der Schule. Sie zeichnet auch richtig große und unterschiedliche Motive und am meisten Augen. Ich weiß nicht, ob ich rappen könnte. Ich habe das bis jetzt noch nie so richtig ausprobiert. Ich rap manchmal so gerne bei mir so zu Hause, irgendwie auf Englisch. Mache auch selber Beats dazu und es klappt eigentlich ganz gut. Ich schreibe gerne, wo es irgendwie eine Message gibt. Also Umweltschutz, ungesunder Menschenverstand, Klimawechsel. Also das, was im Moment mit unserer Welt ist, was gerade keinem gefällt. Wo sind wir jetzt da? Oder? Achso. Hey liebe Nathalie, hey lieber Moritz. Ich finde es total cool, dass ihr beide so kreativ seid. Und ja, ich habe gehört, Moritz, dass du auch schon ganz viele Raps geschrieben hast zum Thema Umwelt, weil dir die Umwelt so wichtig ist. Finde ich total cool. Daumen hoch wirklich. Ich habe jetzt natürlich eine mega geile Challenge für euch beide. Und zwar, das Thema ist Fridays for Future. Du kannst uns einen Rap schreiben, lieber Moritz. Und du, Nathalie, kannst dazu irgendwas zum Thema malen. Und das Ganze soll wirklich ein richtig fettes Musikvideo werden. Und meine Tipps dazu sind ganz einfach, seid kreativ, macht das, was ihr wirklich auf dem Herzen habt und gebt Vollgas. Und dann kriegt ihr das auch hin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ganz liebe Grüße. Joey, bis dann. Wow. Okay. Kriegen wir hin. Ich habe tatsächlich noch kein Musikvideo gemacht, aber das wird eine neue Challenge für mich werden. Ich habe mich da noch nicht so beschäftigt, aber ich habe, glaube ich, schon eine Idee. Macht ihr denn das mit dem Beat und so oder wie ist denn das? Also es passt, glaube ich, nicht so ganz zu Fridays for Future. Ja, schon näher dran. Der ist gut. Der finde ich gut. Weißt du schon, was du malen möchtest? Irgendwie ein Baum oder so? Oder bist du vielleicht kreativer? Das mit Plastik irgendwie noch drumherum. Genau, irgendwie mehr mit Plastik innen drin. Ja. Dann können wir gleich mal anfangen. Wer noch nie gerappt hat und noch nicht so viel gemalt hat, dann aufgepasst.
Der wichtigste Tipp ist beim Rappen, wenn ihr irgendeinen Lieblingsrapper habt und der gute Lieder schreibt, die ihr mögt, dann rappt die einfach immer hintereinander durch und irgendwann kriegt ihr dann auch Inspiration, diese Reime für eure eigenen Songs zu nehmen. Beim Reimen gibt es viele Reimsuchmaschinen. Dort könnt ihr einfach mal bei Google, was reimt sich auf Stein zum Beispiel, und dann wird dir sofort was angezeigt. So wichtig finde ich jetzt auch nicht Musiktheorie beim Rappen, aber ein bisschen sollte man Taktgefühl auf jeden Fall haben. Mehr Tipps gibt es eigentlich nicht. Ihr müsst einfach nur Spaß dran haben. Ich zeige euch jetzt meine Einsteiger-Tipps für alle, die anfangen wollen zu malen. Erstmal müsst ihr vorskizzieren. Schattieren ist auch immer sehr wichtig. Dadurch wirkt einfach alles natürlicher und 3D-mäßiger. Ich zeige euch das jetzt an dem Auge. Ist etwas grob. Also du könntest auf jeden Fall schon anfangen zu schattieren. Bisschen verwischen mit dem Finger, Moritz. Das ist jetzt mein Auge, wie ich es malen würde. Dann wird's ernst. Zuallererst müssen wir gleich Reime finden. Hast du eine Idee, was sich auf einreimt? Mein, rein. Rein. Rein ist gut, perfekt. Fridays for Future. Setz dich ein, dann wird die Welt wieder bunter. Diese Pfiffe ist blöd. Das machen wir immer. Dann wird die Welt immer bunter. War schon ziemlich gut. Fridays for Future. Setz dich ein, dann wird die Welt immer bunter. Und das Meer wird wieder rein. Ob es das Wasser in den Meeren ist, ob es unsere Fische zerfrisst, es ist immer das gleiche Material und es ist für unsere Umwelt die größte Qual. Essen alle das Plastik mit, sodass es bald keine Menschen gibt. Wir haben immer alles verbockt und für den Klimaschutz sind wir der größte Schrott. Tierquälerei nimmt immer mehr zu und die armen Kinder kommen niemals zur Ruhe. Diese ganzen Fabriken pusten Schadstoffe in die Luft und das ist der neue Duft. Es ist alles komplett versaut auf dieser Erde, wer es nicht glaubt. Wisst ihr denn gar nicht, was ihr alles zerstört oder habt ihr es all die Jahre nie gemerkt? Ich hoffe, die Menschen werden nicht immer verrückter und ich hoffe, die Welt wird schöner. Wer auch dafür kämpfen will, der sollte demonstrieren gehen. Yay, Challenge bestanden! Hast du auch schon mal gerappt? Und was sind eure Lieblingsrapper? Schreibt es in die Kommentare.